Haupterntezeit auf der Plantage Venezia. Jetzt müssen die reifen Kaffeekirschen so schnell wie möglich verarbeitet werden. Der Kaffeeanbau ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Kolumbiens. Aber die Cafeteros stecken seit Jahren in der Krise. Viele Bauern kämpfen wegen sinkender Preise auf dem Weltmarkt gegen den Bankrott. Nun kommt noch eine verheerende Insektenplage hinzu. Winzige schwarze Käfer verursachen riesige Ernteausfälle. Das größte Problem hier in der Region ist der Kaffeekirschenkäfer. Ein sehr kleines Insekt, das einen fürchterlichen Schaden am Kaffee anrichtet. Er bohrt sich in die Früchte und legt dort seine Eier ab. Die Käferlarven machen die Kaffeebohne unbrauchbar und fliegen anschließend davon. Im kolumbianischen Forschungszentrum der Firma Bayer. Der deutsche Chemiekonzern will so schnell wie möglich das richtige Insektizid gegen den Käfer finden. Noch gibt es kein wirksames Produkt. Bei der Entwicklung neuer Schädlingsbekämpfungsmittel geht es vor allem darum, schneller als die Konkurrenz zu sein. Dank der klimatischen Bedingungen in Kolumbien können wir das ganze Jahr über Versuche machen und so Informationen sammeln, die für die weltweiten Projekte von Bayer genutzt werden können. Zusätzlich können wir uns auf die besonderen Bedürfnisse der hiesigen Landwirte einstellen. Kolumbiens Landwirte wollen künftig mehr im Ausland verkaufen. Der richtige Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ist dabei sehr wichtig. Denn wer zum Beispiel seine Orangen nach Europa exportieren möchte, der muss strenge Regeln beachten. Beatriz Arrieta leitet das Schulungsprogramm AgroVida von Bayer. Die Landwirte lernen dabei, wie sie zum Beispiel hochgiftige Substanzen gegen Pilzbefall bei Orangenbüschen korrekt dosieren. Nur so bekommen Früchte oder Gemüse die nötigen Zertifikate und nur so wird auch die natürliche Pflanzen- und Tierwelt geschützt. Jährlich trainieren wir 22.000 Personen beim sicheren Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Dieses Projekt unterstützen wir mit allen Mitarbeitern unseres Außendienstes. Jeder einzelne Verkäufer von Bayer ist dafür mitverantwortlich, dass die Anwender tagtäglich die richtigen Informationen bekommen. Barranquilla an der kolumbianischen Karibikküste ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte von Bayer in Lateinamerika. Hier arbeiten etwa 160 Mitarbeiter in mehreren Schichten. Das Geschäft mit agrochemischen Produkten läuft gut, da in vielen Ländern der Region die landwirtschaftlich genutzte Fläche zunimmt. Doch der neue Wachstumsmarkt ist hart umfochten. Kolumbien-Chef Frank Dietrich muss sich gegen die Konkurrenz amerikanischer und Schweizer Chemiekonzerne behaupten. Ein knallharter Preiskampf. Barranquilla ist ein Standort, der sehr wettbewerbsfähig ist durch die Qualität der Leute, die wir selber auch ausbilden. Zweitens durch die strategische Lage. Wir haben eben die Möglichkeit, nicht nur den kolumbianischen Markt zu bedienen, sondern Region Andina, Venezuela, Ecuador, Peru, aber eben auch Exportmärkte wie Brasilien, wie Argentinien. Und dadurch können wir uns schnell den Bedürfnissen dieser Märkte anpassen. In der Kaffeeplantage Venezia wird die Ernte des Tages angeliefert. Die Arbeiter hoffen auf eine gute Saison und auf steigende Preise. Vor allem aber darauf, dass die Käferplage bald ein Ende hat. Wer auch immer den Bauern ein Mittel dagegen bieten kann, der kann mit guten Geschäften in Kolumbien rechnen.